Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge von Two Point Hospital. Ja, wie ihr seht, hier sieht es ein bisschen anders aus. Wir haben hier das Jahr des was? Was war das noch? Moment mal. Eben wusste ich es noch. Oh, Zimmervorlagen, ja, cool. Hier das Jahr des Büffels, genau. Da haben die sich hier Mühe gegeben. Das sieht schön aus, ne? Und hier irgendwas war noch mit, hier, 60. Jubiläum von Sega. Wir feiern 60 Jahre Sega mit Arcade-Klassikern wie Autoren und, kann ich nicht aussprechen, cool. Vielleicht finden wir das ja irgendwie in dem Spiel. Wir drücken mal auf Fortfahren. Und ja, ich habe ein bisschen weitergespielt, beziehungsweise ich habe zwei Aufnahmen gemacht, die ich wegschmeißen durfte. Ja, sowas passiert. Dumm geläuft, aber das ist nicht schlimm. Ihr habt ja jetzt nicht so krass viel verpasst, weil wir sind immer noch bei Tumble. Wir haben hier einen weiteren Bereich gekauft. Also ich habe hier einen weiteren Bereich gekauft. Wir haben jetzt auch einen Psychologen hier, also Psychiater. Ja, der mit den Pillen natürlich. Und was haben wir hier? Oh, eine Denise. Okay. Wieso ist hier keiner drin? Da gucken wir doch mal. Einstellen, nee, Quatsch, Personal. Ich habe aber jemanden eingestellt. Da haben wir doch. Oh, was machst denn du dort? Nee. Den Job kannst du mal an den Nagel hängen. Du musst hier rein. Und dann tun wir mal schnell deine, ja, deine Jobs hier anpassen. Nicht dorthin, nicht dorthin und dorthin. Du bist echt der Einzige hier, der da rein darf. Ja. Nun gut, wenn wir vielleicht noch eine bauen, hätten wir natürlich zwei. Oh, hier wartet auch jemand. Kopieren. Ja, dann machen wir das mal dorthin und dann haben wir auch zwei. Das klappt doch. So, der ist geupgradet und jetzt machen wir mal hier einen kleinen Überblick. Damit ihr seht, was jetzt so alles passiert ist. Nein, das sind nicht die Pillen. Oh Mann, das wackelt aber. Ja, hier habe ich ein bisschen umgebaut. Hier war ja vorher die Entleuchtung, glaube ich. Oder, nee, was war da? Hier, das war da. Der Umtöpfer, genau, der war da. Oh, jetzt ist ja aber Dreck runtergekommen. Ah, schön die Deckenplatten hier und alles. Geheilt, schön. Berry Milk. Hm? Wir gucken. Ach ja, und uns fehlen nur noch geheilte Patienten. Dann haben wir die drei Sterne erreicht. Alles andere, Temperaturkomfort und so, das haben wir gemacht. Krankenhauswert von 2 Millionen. Uiuiuiui, aktueller Welt ist 3 Millionen irgendwas. Oha. Das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Wir gucken mal hier rein. Weiterbildung, nö danke. Das gucke ich später. Oh, Armleuchter. Okay. Ja. Bringt die Armleuchter her. Ich glaube, das hier muss ich ein Stück rüberschieben. Da ist ein bisschen eng. Denkt daran, ich bin nicht zu eurem Vergnügen hier. Ich bin zu meinem Vergnügen hier. Zu seinem Vergnügen. Na ja, dann. Das könnten wir dorthin machen. Ist er fertig mit Reparieren? Nein. Ja, ich schiebe das mal ein Kästchen rüber. Das da ist wirklich ein bisschen doof gemacht von mir. So, eine Heizung haben wir dort. So. Nein. Schließen. Arbeiten. Eins oder zwei? Ich glaube, eins reicht. Na, putz mal weg das Zeug. Flups. Bearbeiten. Du kannst gleich wiederkommen. Hau nicht ab. Die immer weggesprengt werden. Kopfkrabbenbefall. Okay.
Der Kopf des Erkrankten wird von einem parasitischen Krustentier eingenommen. Zum Glück gibt es eine Behandlung, bei der die Kreatur von ihrem Opfer getrennt wird, wodurch dessen Kopf gesund und infektionsfrei zurückbleibt. In die Entleuchtung. Okay, Kopfkrabbenbefall. Warte, Doktor. Es besteht Spukgefahr im Krankenhaus. Gehst du hin? Geh hier rein. Ja, mach Kaffee, genau. Objekte. Auch noch ein Bänkchen. Achso, das geht nicht wegen der Tür. Okay, kein Problem. Dann machen wir das dorthin. Und können wir eigentlich auch noch hierhin machen. Vielleicht passt da noch eine Pflanze hin. Pflanzen benötigen Wasser. So, und eine Rose. Ja. Schön. So, jetzt gucken wir nach diesem Kopfkrabbenbefall. Wo ist der denn? Wie sieht der aus? Oh, die Monobraue ist am Start hier. Frakturstation ist überfüllt, okay. Oh. Sehr schön. Oh, wie fleißig hier alle sind. Was mit dir? Du brauchst eine Diagnose. Das ist ein Armleuchter. Okay. Hat aber eine Angst, ey. Tja, ich weiß immer noch nicht, wo das ist. Ja, benutzt das mal. Kurz vorm Abnippeln, aber nochmal draufhauen hier. Yay! Jetzt weiter zum Arzt. Ich weiß nicht, was mein zeitreisendes Zukunfts-Ich gerade anstellt. Aber mein Arm hat sich gerade nach und nach in Luft aufgelöst. Da würde ich auch mal zum Arzt gehen. Ja, also Kopfkrabbenbefall sehe ich gerade nicht. Ist aber auch nicht so dramatisch. Das geht schon. Irgendwann sehen wir das schon. Gut. Was haben wir hier? Saure Knochen. Tritt auf, wenn einem der Zorn bis in die Knochen fährt. Wird mitunter durch Piraterie ausgelöst. Wird auf der Frakturstation behandelt. Saure Knochen. Ja, die miese Peter-Krankheit. No? Tja, komisch. Ich weiß jetzt echt nicht. Okay, wir gucken mal bei der Frakturstation, die ist ja überlastet, genau. Man soll ja auch nicht hier alles vernachlässigen. Die können wir kopieren und hier hinten hinstellen. Nein! Ich hab's gelöscht. Okay, dann nochmal kopieren. Krankenpflege zur Apotheke, bitte. So. Blub. Das könnte funktionieren. Oder? Nee, warte, da ist die Tür. Nee, dann vielleicht. So. Blub. Ja. Wir machen es einfach mal. Dann brauchen wir noch Krankenpfleger. Hier ist auch noch kein Pausenraum, glaube ich. Oh, hier haben wir was. Das Mädchen von nebenan. Sieht nur, was sie sehen will. Ja, von mir aus. Hauptsache, die Patienten werden geheilt. Dann haben wir hier, hat Potenzial, fragt sich, was eigentlich der Sinn des Ganzen ist. Ja, dann philosophiere doch mit den anderen darüber. Was haben wir noch? Krankenpfleger zur Kardiologie, bitte. Entwirft Fäustlinge. Okay. Was haben wir hier? Hält das Leben für eine romantische Komödie. Weißtapete zu schätzen. Was die hier für Sachen schreiben. Ist schon cool.
Die schwache Blase, das ist nicht so schlimm. Komm du auch hier rein. Und hier machen wir natürlich auch optional eins mehr. Hier hauen jetzt zwar alle ab, aber das macht nichts. Da kommen bestimmt irgendwann noch welche rein. Krankenpfleger zur Frakturstation, bitte. Ja, siehst du? Schon wird einer gebraucht. Oh, und wir haben jetzt die jährliche Bewertung. Ja, so sieht unser Krankenhaus aus. Ja, wie ihr seht, es gab schon einiges. Ja, ihr habt ein bisschen was verpasst, aber hey. So ist das halt, wenn Aufnahmen missglücken. Wenn ich das, ja, versemmelt habe. Wir öffnen die mal einzeln. An Cosmic, der hat ja im Jahr davor auch schon gewonnen hier. Und ich glaube, das Jahr davor auch. Mark Nemesis hatte vorher gewonnen. Vivien Lane. Herzlichen Glückwunsch, Krankenpflegerin des Jahres. Aha, George, Kurven. Zumindest haben wir überhaupt jemanden, der hier abgeräumt hat. Das ist wunderprächtig. Weil so viele Ausbildungen starte ich gar nicht. Aber das ist nur medizinische, oder? Ja. Und Arbeitgeberin des Jahres bin ich. Wunderprächtig. Oh, schon viermal. Schön. Und? Ja, keine Todesfälle. Damit können wir uns wieder nicht schmücken. Das war mir völlig klar. Ja, dass das nicht funktioniert, ist auch klar. Ich mache damit wirklich zu wenig, wie man sieht. Aber gut. Patientenpreis. Juhu! Schön. Behandlungserfolg und Ruf. Aha. Ja, da wird alles hier berechnet. Und oh, wir haben das erste Mal Prestige. Schönste Arbeitsumfeld. Oh, das liegt doch nur an den Rosen, ihr Lieben. Die braucht man doch. So, jetzt müssen wir uns hier mal ein bisschen Überblick verschaffen. Ich gucke mal ins Personal. Wie sieht es aus? Ja, es sieht schlecht aus. Da geht die Schnute nach unten. Das sind aber nicht alle, das sind nur die Ärzte. Ach so. Gut, dann gucken wir hier mal weiter. Da ist auch jemand ein bisschen unzufrieden. So, und hier? Okay, das reicht. Gut. Pausenraum, Pausenraum. Ja, hier die Information, nee, die Aufnahme habe ich gebaut. Das können wir jetzt auch machen. Das ist wie so ein Raum. Das ist hier das Aufnahmezimmer. Ja, da muss manchmal einer mehr sitzen oder zwei. Was machst du? Er piepst einfach. Ja, stinkiwinki. Oh, ist das hier auch überlastet? Warteschlange 5, wir haben diesen Raum einmal. Okay. Kardiologie haben wir zweimal. Gut, dann tun wir das hier doch mal kopieren. Das könnten wir doch eigentlich dorthin stellen, oder? Ja, komm, das machen wir. Ja, ungültig ist kein Problem. Schmeiß weg. Brauchen wir nicht. Upgraden. Ja, das hier ist ein bisschen schmal, aber das ignorieren wir einfach mal. Und das, warte mal, heb mal den Hintern bitte. Danke. Das kann dahin. Was haben wir noch? Noch eins. Hm? Ups. Instandhaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. So, mal noch die salzigen. Und die. Haben wir nicht noch irgendwo einen Automaten? Können wir denn irgendwas freischalten? Oh, und hier haben wir noch einen Flipper. Na egal. Machen wir später. Vielleicht. Kaugummi! Ich soll ja nicht langweilig werden hier. Oh, wir haben auch den Fleischsnack. Den können wir dorthin stellen. Was wäre denn ein Krankenhaus ohne einen Döner? Oh Mann, ey. Jukebox. Die nickende Ente. Ja, hey, in die Richtung bitte. Ach nee.
So, hier haben wir Energy, oh, und Luxus-Snacks. Das sind die mit den guten Zutaten. Ich glaube, wir holen Energy. Dann haben wir nämlich zwei. Dann haben wir nämlich zwei Getränke und zwei Snacks. Genau. Wenn es große Pech hat, krank zu werden, sollte sich meiner Meinung nach nicht an Jumbo Medical Solutions wenden. Ihre Allheilanlagen klingen zwar richtig gut, aber wozu sollte man gesund werden wollen, wenn man dafür seine Seele verkaufen muss? Stimmt's? Ja, das ist schon ein teurer Preis. Da hat er gar nicht so Unrecht. Ja, den Zeitschriftenständer haben wir jetzt auch. Verringert Langeweile, weil das haben die Gäste hier auch. Ja, ich nenne die jetzt mal Gäste. Vielleicht. Upsala. So. Nee, nicht rausnehmen. Was haben wir noch hier? Ein Kaktus. Hm. Das ist das Büffelding. Ach, und dann sind die hier von dem anderen Jahr vorher, oder was? Ja, das Spiel ist ja nicht von diesem Jahr. Das ist ja auch so eine Sache. Booster der Anatomie. Ah, das hat auch Weiterbildungslevel. Hier haben wir Topfschmerzen. Das schalten wir auch mal frei. Ran an die Wand. Und was haben wir noch? Ja, ihr seht schon ein bisschen, was noch kommen könnte, ne? Ja, ja. Da kommen auch witzige Sachen auf uns zu. Oh, eingerahmtes Sporttrikot. Na, ich weiß nicht. Oh, Telefon, Telefon. Ja, wir haben ganz viele Punkte, wie ihr seht. Also bald nicht mehr, aber also wenn ich so weitermache. Aber momentan haben wir noch so einige. So, da könnt ihr mal telefonieren hier. Das kostet, glaube ich, auch Moneten. Wo sieht man das noch? Hier, Preise. Hier sind die Preise von so vielen Dingen. Hier habe ich gar nichts gemacht. Komm, die Psychiatrie machen wir mal günstig. Geht immer so in 10% Schritten höher, tiefer und so. Snacks machen wir auch mal billiger. Wie das Smiley aussieht einfach. Laxativgetränke? Was ist das denn? Die kenne ich nicht. Dreamcatcher, Arcade-Spiel. Oh, aus welchen Dingern sind die denn? Das Dark Autorun? Oh, warte mal, warte mal. Das hätte ich jetzt auch... Hier ist auch alles überfüllt. Eieiei. Moment. Hier hin damit. Upgraden. Leute, Leute, ich glaube, hier muss auch noch eine. Oh nein! Fortfahren! Ja, das ging jetzt schnell, ne? Instandhaltungsdurchsage. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. Ja, vielleicht hier hin. Schwierigkeiten, über die Runden zu kommen? Benötigen Sie dringend eine Finanzspritze? Wenden Sie sich an Stinkepinke 24. Stinkepinke, nein. Denn auch bei einem Zinssatz von 80% stinkt Geld noch immer nicht. Stinkepinke 24. Stinkepinke 24, ja nie. Oh nee, ich hau mich weg. Radio Lachpoint. So, 4 von 5. Oh, wunderbar. Die, mit den Armleuchtern kommen wir anscheinend gut zurecht. Ja, was haben wir hier? Ja, du brauchst noch nicht. Also, wir brauchen erstmal noch einen mehr von dir. Erdbebenwarnung. Hier haben wir. Das Personal wird gebeten, erst Patienten und anschließend sich selbst zu sichern. Hört sich am Telefon Hochgewachsene an. Ja, dann komm mal her. Machen wir deine Jobs noch. Da du auch allgemein gut drauf bist. Krankenpfleger zur Station, bitte. Geht das? Ja, okay. Irgendwas wollte ich jetzt sagen. Ja, die Warnmeldung war natürlich wieder total pünktlich. Ja, okay. Machen wir das noch dorthin. Und wir brauchen natürlich einen Mülleimer. Und ich wollte gucken, wo wir diese Objekte freischalten können. Ja. Erstmal Mülleimer, genau. Gucken wir mal. Desinfektion.
Schminktisch, okay. Kaugummis. Ja, wir gucken jetzt mal schön hier durch. Luxus-Snacks, okay. Klimaanlage, die brauchen wir jetzt noch nicht hier. Geschenkeladen, das ist natürlich auch sehr süß. Süßigkeitenspende, auch sehr süß. Was haben wir hier? Die chinesischen Sachen. Eine Uhr. Hotdog-Kiosk. Okay. Oh, 1500. Eieiei. Bitte hinterlassen Sie die Toiletten in dem Zustand, in dem Sie sie vorfinden möchten. Und nicht, wie Sie erwarten, sie tatsächlich vorzufinden. Ich habe die gar nicht hier drin. Ich schalte mal den Teppich frei. Der ist ja auch knuffig. Schön, schief, aber ich habe erst gedacht, das ist gut, aber ich glaube, das ist gefällt mir doch nicht. Dim, dim, dim. Naja, okay. Ja. Was haben wir hier noch? Weiterbildung? Nein, nein. Krankenpfleger zur Kardiologie, bitte. So, wo ist jetzt hier noch Not am Mann? Ah ja, stimmt. Wir brauchen hier auf jeden Fall Toilettchen und Pausenraum. Sollen wir die kleine Toilette nehmen? Was haben wir noch? Wir haben hier die lange. Ja, ich weiß nicht. Hier fehlt auch Personal. Kann man upgraden? Nein, aber wir haben schon Stufe 3 beim Herzraser. Das ist schon cool. Instandhaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Okay. Ja, bisschen schwierig. Oh, und hier sogar ist voll. Eieiei. Eieiei, wie mache ich denn das jetzt? Tja, ich würde mal sagen, wir holen erstmal den Pausenraum, damit die nicht so weit laufen müssen. Ja, und so, nee, so, ja, so, nee, ja. Aha, genau, und dann lockert sich das ja auf. Man sieht ja hier, dass da so ein Klo reinpasst. Dann hat sich das nämlich erledigt. Perfektimo. Und jetzt? Gesundheitsinspektion. Ja, dann komm mal vorbei und wir gucken mal, ob wir dich beeindrucken und keine Weiterbildung. So, und jetzt brauchen wir hier. Was brauchen wir hier? Noch ein Doktor, würde ich sagen. Ah, dann nehmen wir vielleicht das. Okay. So, dann machen wir hier quasi den größeren Raum fertig für den Arzt. Ah, hier die Sachen. Dann kann der Doktor gleich sagen, wenn Sie nicht tun, was ich sage, dann sehen Sie irgendwann so aus. So, Skeletus Maximus hier. So. Bildchen. Ja, es könnte sein, dass die das wissen, meine Gute. So langsam weiß es auch jeder Kunde hier. So. Und noch ein Aktenschränkchen. So. Nee, das geht nicht. Okay. Dann könnte hier vielleicht was anderes hin als das. Und zwar ein Buffet mit leckeren Sachen direkt neben der Heizung, damit alles schön schmilzt. Und dann haben wir hier noch, was noch? Ach so, warte mal, vielleicht brauchen wir hier die kleine Heizung noch. Ich sehe es schon kommen, dass der Raum nämlich zu groß ist für die eine da in der Ecke. Oh, und natürlich Kaffee. Ja, damit auch der Doktor energiegeladen rumrennt. Und ich hätte jetzt gern den Teppich. Wir haben doch da so einen schönen, genau. Oder nehmen wir den? Okay, das passt nicht so ganz, aber ich lasse es jetzt einfach mal drin. Oh ja.
So, ja, da sind wir doch gar nicht mehr so krass weit entfernt. Wir brauchen ja nur noch so rund 60 Patienten heilen. Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Ja, das machen die hoffentlich. Wäre sonst echt ekelig. So, und jetzt hätte ich gerne Snacks. Snacks dort. Mülleimer dort. Und was noch? Vielleicht ein Feuerlöcher hier. Wie sieht es mit der Wärme aus? Da kann ja eigentlich noch was hin. Aha. Und ich hätte gerne den wilden Entenritt. Wo haben wir den denn? Oh, hier haben wir Entchen. Ja. Na, wo ist es? Habe ich den freigeschaltet? Ah, okay. Ja, wird wohl stimmen, also, ne? So. Und so. Hey. Das ist aber auch zu knuffig. So, hier, das kann dorthin. Ja, ich würde mal sagen, beim nächsten Mal könnte es klappen, dass wir dann das nächste Krankenhaus besuchen können. Der Band zufolge wurde der Song, den ihr gerade gehört habt, im Weltall aufgenommen. Irgendwo in der Nähe des zweiten Mondes von Jupiter. Das ist der Kleine. Ihr habt vermutlich nie von ihm gehört. Adrastea. So haben sie auch den Song genannt. Aber womöglich haben sie auch einfach nur zu viel Palpitation getrunken. Patienten treffen jetzt auf der Frakturstation ein. Na, hat einer Bock hier so ein bisschen Spaß zu haben? Sieht nicht so aus. Schade. Oh, Befund der Begutachtung. Es gibt nichts, wodurch der Gesamteindruck auf gute oder schlechte Weise der Mittelmäßigkeit entgehen könnte. Naja, was soll's. Wenn ich meine Finger so mache, dann, ja. Ach, das sieht schon cool aus. Bist du jetzt geheilt? Nö, ne? Du musst bestimmt hier zu den, ja, zu den Dings da. Ja, mit Gips ist das natürlich total ungefährlich. Ja. Gut, so ihr Lieben, ich würde sagen, das war's für heute. Wir hören uns beim nächsten Mal und ja, euch noch viel Spaß beim Selberspielen von den coolen Spielen, die es heutzutage so gibt und auch die von früher. Also da gibt es ja auch, echt coole Spiele und lasst mir gerne einen Däumchen da oben da, wenn ihr wollt. Und schaut auch mal in die Videobeschreibung. Wir haben einen tollen Discord. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Da sind noch andere YouTuber und da kann man quatschen, Spaß haben und ja, sich die Zeit ein bisschen versüßen. Ciao!